Informationen mitgebracht zu den Schritten, die nach dem Bau geschehen. Vieles davon geschieht ja heute automatisch im Hintergrund durch die IDE oder ist bequem durch eine Schaltfläche zu erreichen. Ich möchte trotzdem noch einmal ein bisschen unter die Haube von Java RMI schauen. Wenn wir uns also die Schritte Bau und Deployment anschauen, in Schritt 4 bauen Sie den Code. Das könnten Sie an der Kommandozeile durch einen geeigneten Aufruf von Java C vornehmen, manuell. Aber wie gesagt, typisch geschieht das heute durch Ihre IDE. Im fünften Schritt müssten Sie Ihre Java-Klassen, also das Ergebnis des Compilerlaufs, diese .class-Dateien an jeweilige Zielorte verteilen. Für den Server benötigen Sie dazu das Interface und dann die Server-Implementierung und im Hintergrund hat der Compiler auch einen Stub und ein Skeleton erzeugt, die Sie ja aus dem Proxy-Pattern als Prinzip schon kennengelernt haben. Auf der Client-Seite benötigen Sie zunächst nur den Interface, den Sie ansprechen möchten, und Sie benötigen den eigentlichen Client. Der Stub, der erzeugt wurde auf der Serverseite, den holt der Client erst zur Laufzeit aus der über die Registry, nachdem er ihn dort gefunden hat. Das Problem hier ist natürlich, dass Sie mit dem Stub jetzt sogar zur Laufzeit des Programms Code in Ihre Umgebung hineintransportieren, also Klassen nachladen in Ihre eigentliche Java Virtual Machine. Und da haben Sie natürlich prinzipiell ein Sicherheitsproblem, denn Sie wissen ja nicht genau, was dieser Code alles leisten könnte. Deswegen schauen wir uns jetzt ein bisschen die Java Sandbox nochmal genauer an. Was Sie kennen, ist das lokal eine Sandbox für die Ausführung des Java-Codes herangezogen wird. Also man lässt den Java-Code in einer geschützten Umgebung laufen, ohnehin. Das gilt vor allem, da der Code nicht vertrauenswürdig ist und Sie wollen diesem Code Zugriff auf lokale Ressourcen geben in einer kontrollierten Art und Weise. Das gilt schon für lokalen Code. Jetzt, wenn Sie auf Java RMI gehen, dann, wie gesagt, wird ja die fehlende Klassendefinition über das Netz nachgeladen. Und demnach muss jede heruntergeladene Klasse und jeder entfernte Aufruf auch, den Sie durchführen, als untrusted, als nicht vertrauenswürdig gelten. Jetzt, wie können Sie das Ganze gezielt lockern? Sie haben erstmal momentan seit Java 8 die Strategie, oder seit einem Update von Java 7 sogar schon, die Strategie, dass die Java RMI Registry per Standard nur noch lokal erreichbar ist. Also Sie haben eben gerade keine Verteilung mehr. Dann können Sie natürlich auch die Vorteile der Verteilung nicht mehr heben. Also braucht es einen Workaround, sodass Sie wieder konfigurieren können, was zulässig sein soll. Eine Variante ist, dass Sie seit Java 8 die RMI Registry mit einem passenden Parameter starten können. Den hatte ich Ihnen auf der vorigen Folie schon gezeigt. Und die andere Variante ist, dass Sie einen Security Manager auf Client- und Serverseite installieren können, der eben genau festlegt, welche Operationen jetzt erlaubt sein sollen. Dazu schauen wir jetzt noch in die Schritte 6 und 7 hinein, die eigentliche Ausführung. Wenn Sie es ganz einfach machen, dann erzeugt der Server die Registry mit, das haben Sie in unserem Beispiel gesehen, und wir lassen die Clients im Zweifel lokal starten. Das geht, wenn Sie es an der Kommandozeile durchführen, ja einfach über den Aufruf von Java und dann Ihren Package-Pfad und die Server-Klasse bzw. die Client-Klasse und dann laufen Server und Client. Typisch machen wir das ja heute durch den Klick auf die entsprechende Schaltfläche in der IDE oder den entsprechenden Hotkey, mit dem wir den Code starten. Aufwendiger ist es, wenn wir echte entfernte Aufrufe wünschen. Dann bräuchten wir eben diesen Security Manager und den, wie ich Ihnen hier gezeigt habe, den binden Sie einfach in der Main ein, indem Sie dort für das System einen Security Manager setzen. Was Sie hier auch sehen, ist, es gibt einen vorgefertigten RMI Security Manager und Sie können hier Rechte beim Start übergeben oder Sie können ein separates Policy File, das ist eine reine Textdatei, security.policy, definieren und diese Policy, die beinhaltet letztlich nur einen Grant, eine Zusicherung an Berechtigungen an eine bestimmte Codebase. Da steht dann typischerweise der Dateipfad, den Sie benötigen. In Eclipse-Terminologie Ihr Project Log oder wahrscheinlich das Bin-Unterverzeichnis davon in entsprechender URL-Notation. Und Sie geben dann an, welche Berechtigungen zulässig sind. Der Rundumschlag wäre hier eben dieses Java Security All Permissions. Besser wäre natürlich, Sie schauen je nach Code, wie Sie hier passend eingeschränkt Permissions vergeben. Das finden Sie auch in der Doku zu
zu Java RMI und zu Java Security allgemein.